Hey, ja, herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. Ich hatte eigentlich vor, heute noch mal ein paar weitere beliebte Level zu machen, jedoch durfte ich feststellen, dass von euch sehr viele neue dazugekommen sind. Eine ganz spezielle hat meines Erachtens ein bisschen übertrieben mit 8 Leveln, die ich noch nicht gespielt habe. Und dementsprechend werden wir uns weiter auf eure Level stürzen. Und ich war mal so frei und habe eine gewisse Liste aufgebaut, wie wir die nächsten 3 Teile aufbauen könnten. Logischerweise keine Garantie, dass es tatsächlich so abläuft, aber mir war so ein bisschen wichtig, dass wir mehr oder weniger nicht nur einen Teil haben, wo wir von einem User uns die ganzen Level angucken. So, wir starten auf jeden Fall für heute mit Ben Pack von Giant Bomb mit Paralyzing Pyramids. Conquer the Paralyzing Pyramids, each more perilous than the last. Ungefähr 15% war die Abschlussrate. Das ist in halbwegs Ordnung, aber bin mal gespannt. Ist angeblich ein klassisches Level. Was auch immer es genau bezeichnen möge damit. Okay, Wüste. Wir haben diese kleinen Kollegen. Ich nehme einfach einen für ein bisschen mit. Dann kann ich so ein bisschen sicherstellen, den einen oder anderen wegzuäumen oder vielleicht. Okay. Irgendwelche Münzen, solange wir hier keine Level Condition haben, Münzen zu sammeln. Habe ich davon was hier? Nö, das würde im Endeffekt sich ja nur hier runterarbeiten und dann irgendwann nach unten sich verabschieden, also. Habe ich mal so frei und lass das. Wir haben langsame und schnelle Kanonen. Das ist jetzt noch nicht das größte Problem. Münzen, Münzen, Münzen. Weitere Pilze? Ha. Ja, so ein bisschen merkwürdig hier ranzugehen und fast zu sagen, hier passiert kaum was. Aber gefühlt ist das dann doch wiederum der Fall. Die kleinen Kollegen können mir nicht viel. Okay. Ha. Hat man so ein bisschen das Gefühl, wie ich beim letzten Mal angemerkt hatte, oder den letzten Malen. Ein Schuh. Bezüglich der Endlos-Herausforderung, dass da wirklich einfach ein extra Herz eingebaut worden ist, falls man die Level über die Art und Weise antrifft. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mit meinem aktuellen... lass uns das nochmal neu machen. Mit meinem aktuellen dritten Level, an dem ich arbeite, dass ich auch überlege, das einzubauen. Aber... ich weiß nicht, durch welche Hoops man da diesbezüglich springen sollte, um das wirklich so einzusetzen. Habe ich mir also wirklich noch nicht ganz... Hi, klar. Okay, was muss ich jetzt hier... machen? Kann der irgendwas kaputt machen mit seinen Sprüngen? Oder hätte ich hier was runterbringen müssen? Also der Schuh gibt mir... eigentlich nur die Möglichkeit, besser springen zu können. Aber meine Frage ist jetzt eigentlich trotzdem, ob ich jetzt hier rausgehen muss, um... Das ist natürlich sehr schwach. Weil das ist Absicht. Du gehst nicht hin und baust ein Level und setzt einen ganz bewusst so hin, ohne das zu realisieren, was für einen Fehler man da macht. Das ist eine merkwürdige Entscheidung, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich jetzt damit erreichen soll, denn... Zum Beispiel, wenn ich von hier oben den runteräume, da passiert nicht viel mit. Na, okay, dummer Fehler. So, wir wissen, hier ist nochmal einer, der uns helfen sollte. Aber selbst wenn wir groß sind, womit wir ja theoretisch diese Blöcke zerstören könnten, dürften wir eigentlich auch nicht zu weit damit kommen. Nochmal ganz kurz den wegtreten, ich weiß nicht, wie fies die auf einmal... Upsi. Wie fies die werden könnten und wieder rauspoppen. So, jetzt nehmen wir den mal nicht. Aber wir nehmen den mit. Und dann würde ich sagen... Oh, great. Also das Level wirkt irgendwie... Entweder habe ich irgendwas übersehen... Deswegen werde ich einfach mal gucken, ob man jetzt hier gegen den Kollegen kämpfen soll. Oh gut, super, ganz großes Kino. Ah,
Ja, das ist natürlich hier das Fiese, überall diese Sachen, die da mal rumfliegen sind. Es ist sehr schwer, dem Spaß auszuweichen. Ja, und dann auch hier keine Checkpoints. Heißt also, man muss diesen ganzen, zugeben, sehr langweiligen Anfang immer wieder neu spielen. Wo man eh das Gefühl hat, so nach dem ersten Mal hat man es eigentlich verstanden, was man machen muss. Bis man halt dann den hinteren Bereich logischerweise erreicht. Hey, sehr gut. Ja, und dann ist natürlich, das ist auch keine Level-Art, wo man irgendwie Bat-Stomps oder ähnliches einsetzen könnte, um Sachen zu zerstören. Das ist reines Springen oder... Super, ganz großes Kino. Einzelne Kollegen hier, die vielleicht noch mal ein bisschen nervig sein könnten, aber in den meisten Fällen. So, das Fiese ist natürlich auch, muss man Fragezeichen den Kollegen mitnehmen. Und wenn ich den mitnehme, okay, ich habe es also geschafft, darüber zu springen. Jetzt warte ich im Endeffekt, dass er mir den Weg freiräumt. Ja, die Gefahr ist natürlich, dass ich das vom Timing nicht richtig hinbekomme. Den Sekunden, in der ich da reinlaufe. Ist die Idee, dass ich mich da jetzt hocharbeiten soll? Oder auf den P-Switch warte? Also, entweder habe ich da wirklich einfach was gefunden, was man hätte nicht so einsetzen sollen. Denn ich hätte eigentlich nach dem Schlüssel suchen sollen, aber 40 Sekunden, wow. Also da bin ich mir nicht sicher, wie man das wirklich aufgebaut hat, wie die Idee dahinter war. Aber wir haben das Ende erreicht. Okay. So, wir gehen über Wohoho und überspringen ein paar Level, die hier sind. Und zwar gehen über zu Psyche, der mit den 8 Leveln. Und starten mit Space Claws. Watch out for the grapple machine in space. New, slightly easier version. Das heißt also, die müssen wir schon mal gespielt haben. Hoppala. Doofes Drifting mal wieder. Also, wer das Ganze hier schon so ein bisschen beobachtet hat, wird gesehen, dass meine Joy-Cons mittlerweile extremst am Driften sind. Und das führt einfach da. Ha! Da wusste ich aber auch nicht, dass die so losgelassen werden können. So, jetzt habe ich hier. Ha! Die schweben. So wie immer fies. Man kann nicht einfach nach unten gucken, um zu sehen, muss man da irgendwas machen? Okay, also wir sehen zumindest. Wow! Die können sich dann auch noch bewegen. Bin mir nicht ganz sicher, was das jetzt hier hinauslaufen soll. Bye bye. Das soll mir recht sein. Sweet. Weniger, dass der jetzt entgegenkommt. Und dann da hängen bleibt. Wie die da hin und her geäumelt werden. Also gut ist, man kann die meines Erachtens doch sehr simpel auslösen. Ha, der hat sich an dem Ding festgehalten. Das ist natürlich ganz großes Kino. Und ein Checkpoint. Hurra. Sehr angenehm. Wow, die können, huhu, aneinander hängen bleiben. Und dann einem weiterhin folgen. Ja, das ist zum Beispiel gar nicht mal so clever. Ah, die ganzen Viecher, die in der Luft fliegen können. Und jetzt? Oh, jetzt habe ich das Ding bewegt und damit kann ich entscheiden, wie der sich bewegt. Oh, der Kran wird vermutlich fies. Und ich hoffe, er kommt nochmal zurück. Vielleicht? Maybe? Ich meine, ich werde jetzt dann vermutlich gleich einfach runterspringen und versuchen. Da oben ist irgendwas. Irgendwelche Blumen. Deswegen, weil ich kann nicht sagen, was hier los ist. Ja, also. Klar, zum gewissen Grad ist es meine eigene Schuld, dass ich das Ding losgeschickt hatte. Aber ich musste echt zugeben, dass ich mir nicht darüber bewusst war,
dass das Ding dann losschießen würde. Ja, das Fiese natürlich auch hier, es ist so etwas, wo man nicht einfach mal so kurz ausweicht. Hoppala. Man muss eigentlich schon relativ vorsichtig. Haha. Okay, also ich muss jetzt hier clever sein. Ha, und damit habe ich es geschafft, dass der Kollege damit auch noch. Okay, also da muss ich dann selber anfangen zu schwingen. Ich war mir nicht sicher, wie schnell die runterplumpsen. Deswegen habe ich gesagt, oh, schwing einfach mal von alleine. Und dann gucken wir mal, was passiert. Okay, es ist theoretisch möglich, den Dingern einfach auszuweichen, indem man sich beeilt. Das ist immer etwas, was interessant zu beobachten ist oder zu testen zum Teil. Ja, und wie immer diese Greifarme. Manchmal hat man das Gefühl, die können einen von einer halben Map ausgreifen. Und manchmal hängen sie einfach hinterher und machen das einfach wiederum nicht. Wow. Wunderbar. Also meine Frage ist, ob wenn man zum Beispiel das Vieh versucht zu treffen, ob man das von diesem Krakenarmposition aus hinbekommt. Ja, das ist so ein gewisser. Oh. Also da muss man auch dann wieder. Also so viel Zeug noch dabei. Vor allem hat man dann auch wieder gesehen, dass da dann auf einmal richtig viele kleinere Bereiche nochmal waren und auch viele weitere Ärmchen, um die man die hätte kümmern müssen. Ja, das sah jetzt ein bisschen doof aus. So, ganz wichtig, meines Erachtens wirklich zu. Ja, also mittlerweile komme ich zu diesem Punkt, wo ich das A-Gefühl habe, dass es immer nur jetzt noch schwerer wird. Wo ich weiterhin nicht der größte Fan von bin. Wenn Level progressiv schwerer werden. Bin lieber ein Fan davon, wenn die entweder einfach oder schwer sind, aber nicht. Man wird davon losgeeist. Das ist natürlich fies, wenn man auf die draufäumelt. Okay, also viele Versuche werde ich da jetzt gar nicht mehr reinstecken. Einfach weil hier sehr viele Elemente dabei sind, die einfach nur nervig wirklich einfach sind. Es gibt ein paar Elemente, wo man sagen kann, hey, man kann sich wirklich beeilen, das ist ganz angenehm. Denn meines Erachtens gibt es nichts Schlimmeres als ein Level, das sich ein bisschen zu sehr in die Länge zieht. Und das habe ich logischerweise selber auch bei meinem ersten Level gelernt. Dass meistens irgendwelche Plattform-Sections, wo man irgendwie warten muss, bis das Ding von A nach B kommt, ein bisschen zu nervig sein könnten. Ja, dann halt diese Viecher. Wo ich mich schon wieder frage, ob es irgendwie. Ja, man will den irgendwie einsetzen und nicht einfach nur wegpfeffern, aber das ist vermutlich die beste Idee, die man haben kann. Einfach nehmen und weg damit. Okay, also ich würde mal. Hey, ich will da hin. Also ich denke, wir werden jetzt hier noch einen Versuch reinstecken. Wir noch einmal versuchen, da weiterzukommen. Einfach nur zu gucken, ob man diesen einen Sprungpassage da irgendwie gebacken bekommt. Denn wir haben ja gesehen, die Dinge fallen ungefähr dann runter. Oh. Wenn man darauf kommt. Auf diese ein Pixel großen Sachen, ey. Mhm, okay, das ist. Oh, da ist auch schon das Ende. Gut. Okay, das ging also nochmal in Ordnung. Die Sache bezüglich Schwierigkeitsgrad nehme ich jetzt hier diesbezüglich auch zurück. Aber man hatte trotzdem das Gefühl, dass es immer noch mal ein bisschen stärker oder schwerer geworden ist. Aber die Idee war nett. So, als nächstes das eine Level von Sir Max gucken wir uns jetzt an. Mit der Max Power Ice Caves. Travel through the mountains. Einer von 542 Versuchen. 0,18 Abschlussrate. Oh boy. Ein Thema-Level. Was wartet hier auf uns? Okay, wir starten mit einem Cheap Death. So, was ist die Idee hier?
I do not know. Ja, man kann nicht auf den Dingern drauf. Die Idee muss vermutlich sein, dass man das so timet. Ja, das ist eine Möglichkeit. Vielleicht? Ja, das Fiese ist wirklich so ein bisschen das Timing zu finden. Denn ich habe das Gefühl, gerade wenn man das einmal versaut, da wieder reinzufinden, ist nicht einfach. Okay. Das Ding soll man aufsetzen. Sollte man das Ding aufsetzen? Okay, also ich habe da die Möglichkeit, mich drin festzufressen. Yep. Das heißt, wir sollen das Ding nicht anziehen. Wir sollen das da reinäumeln. Und dann ausnutzen, darüber zu räumen. Oh, man kann sich draufstellen. Alright. Moment, da wurde sich über einen meiner Sprünge aufgeregt in dem ersten Level und dann sehe ich, was da auf uns zukommt. Okay. Das war nicht die Idee. So. Das ist natürlich ganz großes Kino. So, das Schöne ist immerhin, ich kann das Ding relativ zügig werfen. Man muss jetzt nur... Es hat mich am Anfang nicht getroffen, bis es dann entschieden hat, dass es mich trifft. Also ich sehe schon, das ist kein Level für mich. Gerade weil auch hier wieder von Anfang an so eine Situation dabei ist, wo man so ein bisschen wissen muss, was man machen muss. Weil sonst kriegt man gleich ein Death Up. Dann die Situation, dass man einen Shell-Panzer bekommt, den man vielleicht als Hut erwartet. Dann das Timing von den Schüssen ist nicht selbstverständlich. Also hier verstehe ich auch schon sehr schnell, warum viele Leute da nicht lange mitspielen. Ja, jetzt habe ich die Sache gemacht, die ich nicht machen wollte. Cool. Das kommt davon, wenn man da rumspielt. So, mein Problem natürlich auch hier mit diesem ganzen Abwarten ist, dass man nie so richtig weiß, wann gar rauskommt, weil Timing ist komplett off. Ich denke, oh, man müsste jetzt hier schon einige von denen bekommen haben. Man kann einfach runterrutschen, das ist natürlich auch großes Kino. Also hier hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man häufiger Schüsse bekommen würde. Oh boy. Okay, ich hätte den ausmachen müssen. Vielleicht. Nicht ganz klar. Ah, es war so, oh, ich bin bestimmt weit genug weg, dass ich da rumödeln kann. Und auf einmal, oh. Ach. Oh, warum bin ich da reingerutscht? Okay, aber die Idee ist trotzdem, dass man abwarten muss, weil das Ding fällt nämlich... Wow, wirklich? Das Ding fällt dann nämlich rein, wo man dann eigentlich wartet. Okay, und dann muss man natürlich auch noch die Sprünge hinbekommen. Ja, also hier, das ist meines Erachtens definitiv ein Level, wo man versucht hat, möglichst viele Deaths hinzubekommen. Abschlussrate möglichst niedrig zu halten. Aber ich würde mal...
Habe ich gedacht, dass ich das Ding aufheben kann. Aber ich würde sagen, dass es nicht unmöglich ist. Ja, das Fiese ist wirklich, wenn man den ersten, den man wirklich abbekommen könnte von diesen Shells, der ist sogar... Ha, hi. Halbwegs machbar. Aber danach muss man überraschend lange warten. Also ich denke, da hätte man den auf eine höhere Frequenz stellen können und dann wäre das auch vollkommen in Ordnung gewesen. Ja, und der Sprung natürlich. Der fiese, fiese Sprung. Okay. Angeblich war ich da zu weit vorne. Also, wenn man die ganzen Exe natürlich sieht, ist es relativ lustig, wenn man immer auf einmal derjenige ist, der ein neues Ex auf die Karte bringt. Alle anderen stürmen irgendwo da vorne. Ich schaff's natürlich an den dümmsten Ecken. Ha. Man kann an der Wand oben gegenäumeln und dann komisch... Okay, wir kommen wieder zu dem alten Fehler zurück. Das heißt also, ich verliere hier langsam die Geduld. Dass alte Fehler wieder aufpoppen dürfen. Ja, meine große Frage ist natürlich jetzt auch hier schon wieder, wie viel mehr kommt noch von dem Level? Denn jedes Mal halt diesen ganzen Anfang neu zu spielen, ist halt nicht wirklich spannend. Ach, und dann rutsche ich da rein. Da sieht man natürlich dann das auch absichtlich, zwar später eher sichtbar, natürlich dann halt Eisplattformen dabei. Also hier ist meines Erachtens sehr viel Vorwissen verlangt. Wirklich so dieser eine Kritikpunkt. Warum wollte ich da hinterher rennen? Der eine Kritikpunkt, den man natürlich immer wieder sieht, dass der Levelentwickler natürlich mehr Ahnung hat, mehr weiß, was er hier machen muss und... Als Spieler ist es natürlich nicht gegeben. Interessant war, dass manchmal dieser Wurf so überhaupt nicht klappt. Warum bin ich mir nicht immer so sicher? Oh, ich hab's sogar drauf geschafft gehabt. Ich hatte ein bisschen Panik, weil ich wieder an dieser doofen Wand ungewollt hängen geblieben bin. So. Ich habe jetzt die Möglichkeit, theoretisch... das zuzumachen. Warum würde ich das wollen? Mhm. Ja, also hier auch reines Rätselraten. Hier wäre meines Erachtens schon fast eigentlich ganz angenehm gewesen, wenn man einen Checkpoint bekommen hätte. Dass man vielleicht das Gefühl bekommt, man würde hier irgendwann mal vorankommen. Also ich würde einfach mal sagen, ich spare mir das jetzt hier einfach mal. Denn ich will mir die anderen Level noch angucken, die ich hier habe. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach in der Level-Info an, was dahinter sich versteckt. Und zwar... So, wir waren bei dem roten Bereich. Oh, da kommt noch so viel. Und da gab es noch eine Röhre nach unten, die natürlich jetzt nicht hervorhebt. Also... Ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist kein Level, das mir ernsthaft gefällt. So, als nächstes gehen wir über, da muss ich mal ganz kurz gucken, das hatten wir. Und dann wollen wir hier anfangen mit Cowbuddies Level. H31P oder Hype? Fragezeichen. What did you do? Wie sieht's mit der Abschlussrate? 39, immerhin. Okay, ich habe da irgendein Piepen gehört, das missfällt. So, wird auf jeden Fall hier lustig schon mal mit Soundeffekten gearbeitet. Ein P-Switch, oh, und Snake Block, oh no. Das ist mittlerweile eigentlich 1x1, keine Snake Blöcke in Levin verwenden. Das ist so langsam und so langweilig, außer man garantiert, dass man danach ein...
Wow, wow, super. Oh, hi. War das Absicht? Das wirkte wie Absicht. Oh, yes. Warum hatte ich den Block bekommen? Das war mir jetzt nicht ganz klar. So, und zu guter Letzt wollen wir, wenn mich denn der Controller lassen dürfte, wollen wir uns das nächste Level angucken von Psyche mit The Pancake Desert. These exclamation blocks make peculiar bridges, don't get crushed. 7% haben es geschafft. Also die Ausrufezeichen machen Brücken. Das Fiese ist ja eigentlich, dass es ja mit diesem zweiten Teil jetzt große Ausrufezeichenblöcke gibt. Und nicht nur die kleinen, die man eigentlich eher kennt. Oder sind das Fragezeichenblöcke? Soll ich hier gleich von Anfang an aufpassen? Man hatte da... Wow! Das ist eine interessante Idee. So wichtig ist, man kann nicht einfach... Gib mir mein Ding zurück. Kannst du... Oh, ich kann das Ding nicht einfach mal so kurz zurückgeben, ey. Also meine Frage ist, ob ich die Möglichkeit habe. Ah, ja. Haha. Sie schafft hier wieder reinzukommen. Oh ja, danke schön. So, oben und unten. Nicht ganz... Oh, das Ding... Oh, das hätte ich da einsetzen sollen. Um da hochzukommen. Meine Frage ist jetzt natürlich, wie weit kann ich hier zurückgehen? Okay, also es wirkt wie Absicht. Also, den da oben kann ich ignorieren, aber ich hoffe in der Zwischenzeit, dass der andere wiederum respawned ist. Warum respawnt der eine, aber nicht der andere? Ah. Das war nicht unbedingt hell. Ach, was? Okay, also hier ist meines Erachtens gleich von Anfang an das Problem, dass wenn man erstmal in dieses Loch gefallen ist oder erstmal irgendwie ein Gegner besiegt worden ist, dass man so ein bisschen geschissen hat. Deswegen, ja, ich muss jetzt eigentlich hier... Ich finde es doof, dass sie durch ihre eigenen Panzer kaputt gemacht werden. Aber noch ist noch nichts wirklich verloren, denn wir können ja von hier noch mit weiterarbeiten. Oh, wie einfach es ist, dass man da nicht hinterherkommt. Vor allem, wenn man nicht mit der Geschwindigkeit rechnet. Ah, und da ist die Idee mit dem, dass man theoretisch getroffen werden kann. Okay. Das soll mir recht sein. Und dann? Ist hier irgendwie mehr? Da oben ist mehr. Kann man hier hoch? Oh, man kann hier hochklettern. Okay, jetzt habe ich den. Now what? Wow, da folgt ja einem. Ich dachte, man müsste da raufspringen und dann... Aber selbst dann, was soll man da machen? Ist die Idee, dass man im Endeffekt die Unverwundbarkeit ausnutzen soll, die man gewinnt? Oh, die Dinger fahren ein. Dessen war ich mir gar nicht bewusst. Aha. Come on, das ist möglich. Yes. Oh, cool. So, tanke ich den einfach den Schaden. Oh,
Ha, cool. Fast hätte ich es nicht durchgeschafft. Okay. Also ich bin nie ein Fan davon, wenn ein Level darauf basiert, dass man wissen muss, was passiert. So, jetzt wissen wir aber auf jeden Fall, hier kann man durch. So, jetzt nehme ich den wieder. Ich kann den ja nicht mitnehmen, ne? Ich hätte nach oben werfen können, glaube ich. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin kein Fan von dieser Art von Block. Weil es sehr einfach ist, dass man das verpasst und dann sitzt man hier und kann nichts mehr tun. Ach, come on. Ja, und auch hier, also sehr viele Möglichkeiten, sehr billig einen umzubringen. Glück gehabt. Ich meine, klar, es wurde darauf hingewiesen, dass die einen zerdrücken können. Aber zum Beispiel jemanden brauchst du nicht. Dementsprechend weiß ich nicht, warum das halt so unnötig versucht worden ist. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, und dann kommen wir auch für heute hier zum Ende. Wir haben die ersten beiden von 8 Psych-Levels damit abgeschlossen. Aber ich denke, wer so ein bisschen die Liste gesehen hat, wir haben da noch ein kleines bisschen mehr Abwechslung mit dabei. Und ich hoffe, das geht dementsprechend in Ordnung. Gut, wir kommen jetzt zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.